Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hautbalance, deinem Podcast rund um das Thema Neurodermitis und wie du deine Haut ganzheitlich in Balance bringen kannst. Mein Name ist Sarah Knott, ich bin ganzheitlicher Neurodermitis-Coach und begleite dich auf deinem Weg zu deiner Wohlfühlhaut. Wenn du den Titel der heutigen Podcast-Folge gelesen hast, welcher Arzt kann bei Neurodermitis helfen, denkst du vielleicht, ja, ist doch ganz logisch, das ist doch der Hautarzt. Und ja, das stimmt natürlich. Der Hautarzt ist meistens der erste Ansprechpartner, wenn es um die Behandlung der Neurodermitis geht. Doch es gibt noch viel mehr und ganz andere Ärzte, Therapeuten, die dir ebenfalls helfen können, wenn du deine Haut eben ganzheitlich auch angehen möchtest. Und passend zu dem Thema möchte ich dich noch darauf hinweisen, dass derzeit die Hautwochen laufen. Noch bis zum 16.11. finden die Hautwochen statt. Die Hautwochen sind eine Initiative vom NIC e.V. Und NIC e.V. ist das Netzwerk Autoimmunerkrankter und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Patienten zu unterstützen, Betroffene, aber auch Angehörige ganzheitlich und krankheitsübergreifend auch zu begleiten. Das ist eine super Initiative und innerhalb der Hautwochen kannst du zum Beispiel auch eine kostenlose Beratung von Dermatogo in Anspruch nehmen. Das bedeutet, du kannst ganz einfach ein Foto von deiner Haut machen, sie über eine App einreichen und bekommst direkt Feedback dazu. Also in kürzester Zeit bekommst du eine Einschätzung und auch eine Therapieempfehlung. Und NIC e.V. hat diese Hautwochen ins Leben gerufen, wo es ganz speziell um das Thema Haut geht und Autoimmunerkrankungen der Haut, also auch der Neurodermitis. Deswegen schau hier unbedingt mal auf dem Instagram-Account von NIC e.V. vorbei. Es finden auch noch Live-Events statt, also eine bunte Palette an Informationen für Betroffene. Ich verlinke dir auf jeden Fall alles in den Shownotes. Es lohnt sich da auf jeden Fall, einen Blick reinzuwerfen. Und jetzt lass uns aber einsteigen in die neue Podcast-Folge, bei der es ja auch darum geht, sich die passende Hilfe zu holen, die du mit deiner Haut verdient hast. Wie bereits im Intro erwähnt, ist der Hautarzt die allererste Anlaufstelle, wenn es um das Thema Neurodermitis geht. Es ist auch ganz offensichtlich, die Neurodermitis zeigt sich in der Haut, deswegen ist der Hautarzt nun mal so offensichtlich auch sehr, sehr wichtig. Denn was sich auf der Haut zeigt, darf natürlich auch vom Hautarzt behandelt werden und sollte das auch. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass du den Hautarzt in Anspruch nimmst. Zum einen kann er feststellen, ob du überhaupt an Neurodermitis leidest oder ob sich bei dir vielleicht eine ganz andere Krankheit dahinter versteckt, also hinter einem Ausschlag, hinter Pusteln, hinter Entzündung, können sich natürlich auch andere Krankheiten verstecken. Es muss ja nicht immer gleich die Neurodermitis sein. Und beim Hautarzt an sich kannst du natürlich auch verschiedene Untersuchungen in Anspruch nehmen, wie zum Beispiel auch, dass Allergietests durchgeführt werden, was ja bei der Neurodermitis auch sehr wichtig ist, dass du einmal abklärst, liegen eventuelle Allergien vor, Kontaktallergien, aber auch Lebensmittelallergien, Pollen, also Allergien gegen Pollen oder Gräser. Da kann dir der Hautarzt nämlich auch helfen. Eine andere ganz wichtige Säule bei der Behandlung des Hautarztes ist, dass er auch bakterielle Infektionen der Haut behandeln kann. Gerade bei der Neurodermitis ist es leider so, dass sich sehr häufig Bakterien auf der Haut ansiedeln, es dann zu wirklich schlimmen bakteriellen Infektionen kommen kann. Auch durch das Kratzen wird das natürlich alles noch verstärkt. Also Krankheitserreger aus der Umwelt können einfach viel, viel schneller und einfacher in eine geschwächte Hautbarriere eindringen und sich dann auch festsetzen, sodass du hier unbedingt darauf achten solltest, wenn du den Verdacht hast, dass sich deine Neurodermitis bakteriell infiziert hat, auf jeden Fall auch zum Hautarzt zu gehen, denn dann ist wirklich ist super wichtig, die akkurat auch zu behandeln. Und hierzu gibt es auch schon eine ganz separate Podcast-Folge, wo ich über das Thema bakterielle Infektion gesprochen habe. Hör hier gerne auch nochmal rein, falls du die Folge verpasst hast. Natürlich hilft dir der Hautarzt auch dabei, sehr starke Schübe zu behandeln, meist dann mit Cortison.
Doch manchmal gibt es da auch gar keinen Weg drumherum, beziehungsweise ist auch erstmal ein Ansatz, um etwas Ruhe reinzubringen. Für mich war Cortison immer auch so ein kleiner Notnagel, wenn ich psychisch zum einen gar nicht mehr konnte, wenn die Schmerzen einfach so unfassbar groß waren, dass ich auch auf dieser Ebene nicht mehr konnte. Und dann kann Cortison auch eine Hilfe sein, denn ja, du sollst nicht leiden dein ganzes Leben lang, sondern eine akkurate Behandlung mit Cortison ist auch völlig in Ordnung, wenn du sie mit deinem Hautarzt auch gut absprichst und ganz nach dem Plan deines behandelnden Arztes auch durchführst. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass du Cortison richtig anwendest und hier auch nochmal nachfragst, wie oft, wie lange, wie du es auch ausschleichst, um hier auch zu den bestmöglichen Ergebnissen zu kommen und auch den Rebound-Effekt möglichst zu vermeiden. Diese drei Aspekte sind das Kernthema des Hautarztes, wenn es um die Behandlung der Neurodermitis geht. Doch Neurodermitis ist eben nicht nur eine Hautkrankheit. Wir hatten es schon angesprochen, dass Allergien auch eine große Rolle spielen können und deswegen ist an Nummer 2 auch der Allergologe bzw. Hals-, Nasen- und Ohrenarzt auch ein Ansprechpartner. Denn auch hier können Allergietests durchgeführt werden, Desensibilisierungen können durchgeführt werden. Und gerade wenn bei dir vielleicht auch Asthma mit beteiligt ist, ist der Hals-, Nasen-, Ohrenarzt auch ein guter Ansprechpartner, um eben auch das Asthma bestmöglich zu behandeln und dich da auch zu stärken. Auf Platz Nummer 3 steht der Allgemeinmediziner. Ich glaube, jeder hat einen Hautarzt, bei dem er normalerweise hingeht, wenn die Grippe naht oder vielleicht eine andere Krankheit und man eine Krankschreibung braucht für die Arbeit oder was auch immer dein Anliegen ist. Also wenn es ganz allgemein um deine Gesundheit geht. Doch auch der Hautarzt kann dir helfen, deine Neurodermitis zu behandeln. Zum einen kannst du hierüber Bluttests analysieren lassen, du kannst Vitaminanalysen machen, Mineralstoffanalysen machen, die dir eben auch Hinweise geben können, ob bei dir im Blut eventuell ein Mangel festgestellt werden kann und du dann entsprechend auch gegenwirken kannst. Ab einem gewissen Alter steht dir auch ein Check-up zur Verfügung, den du alle 2 oder 3 Jahre durchführen kannst und dann wird auch im Rahmen der Versorgung ein großes Blutbild gemacht, was dir auch Aufschluss geben kann, wie es um deine Eiweißversorgung aussieht, wie auch das Cholesterin ist und über das große Blutbild eben dein Allgemeinzustand auch festgestellt werden kann. Und das ist super, super wichtig und auch hilfreich, denn wir wollen ja möglichst ganzheitlich gesund werden und da ist so eine Betrachtung eben auch nützlich, auch wenn es primär bei dir vielleicht um die Neurodermitis, also um die Haut geht, kannst du aber auch diese Leistung in Anspruch nehmen. Und jetzt kommen wir zu einem Arzt, an den du vielleicht noch nicht so richtig gedacht hast und das ist der Zahnarzt. Denn auch deine Zahngesundheit ist extrem wichtig, wenn es um deine Hautgesundheit geht. Gerade stille Entzündungen in deiner Mundhöhle können dein Immunsystem extrem belasten. Und stille Entzündungen entstehen meistens dann, wenn du einen wurzelkanalbehandelten Zahn hast. Also wenn bei dir bereits eine Wurzelbehandlung durchgeführt wurde und die schon etwas länger her ist, dann kann es sehr häufig passieren, dass sich eben in den Wurzelkanälen doch Bakterien angesiedelt haben, die aber aus diesem Kanal nicht mehr wirklich hinaus können. Und dann entsteht eben um die Wurzel, also um die Wurzelspitze meist eine kleine Entzündung, die immer größer werden kann. Leider ist diese Entzündung auch nicht immer sofort spürbar. Man nennt es auch dann so eine stille Entzündung. Doch wurzelbehandelte Zähne sind wirklich eine sehr große Risikoquelle für stille Entzündung. Also wenn du sehr viele wurzelbehandelte Zähne hast, lass auf jeden Fall immer mal einen Blick drauf werfen, ob da gegebenenfalls Entzündungen sich gebildet haben. Es ist super schwierig, die Wurzelkanäle so sauber hinzubekommen, auch wenn ganz oft gespült wird, dass wirklich alle Bakterien raus sind, weil die Wurzelkanäle sind auch so fein verzweigt, sodass es eigentlich unmöglich ist, wirklich eine 100-prozentige keimfreie Wurzelkanal hinzubekommen. Und deswegen schau hier einmal hin, wie es um deine Zahngesundheit steht, ob du eventuell stille Entzündung in deiner Mundhöhle hast, wenn du das Gefühl hast, ja, so mit den Zähnen ist eh so dein Thema, dann lohnt es sich nochmal weiterhin zu schauen. Das andere ist auch, wenn du vielleicht noch Amalgamfüllung hast,
ist hier auch meine Empfehlung, einmal darüber nachzudenken, wenn die schon auch sehr alt sind oder älter sind, diese einmal auch zu entfernen, da auch Amalgam deinen Körper eben belasten kann mit Quecksilber und eine zusätzliche Belastung deines Körpers wollen wir im besten Fall vermeiden. Wir wollen ja, dass du ganzheitlich gesund bleibst und dass du dich nicht zusätzlich belastest. Deswegen alle Belastungen wollen wir ausschalten und Amalgam gehört eben auch dazu, dass es deinen Körper tendenziell eher belasten kann. Deswegen regelmäßig zum Zahnarzt gehen, regelmäßig auch eine professionelle Zahnreinigung durchführen zu lassen, hilft auch dabei, dass deine Mundhöhle schön gesund bleibt und das hilft dabei, dass dein ganzer Körper auch gesund bleibt. Wir hängen ja zusammen, also alles gibt in sich dann ein geschlossenes System und da gehört die Mundgesundheit ebenso dazu, wenn es um deine ganzheitliche Gesundheit geht. Jetzt kommen wir zum nächsten Personenkreis, der dir sehr gut helfen kann, wenn es um deine Neurodermitis geht. Das sind die Heilpraktiker bzw. auch Darmtherapeuten. Die meisten Heilpraktiker bieten auch Darmtherapie an. Manchmal gibt es aber auch spezielle Darmtherapeuten. Aber generell in der alternativen Medizin, wenn du zu einem Heilpraktiker gehst, wirst du auch ganzheitlich behandelt und betrachtet. Mir ging es so, als ich das erste Mal eine Praxis, eine Heilpraktikerin besucht habe, habe ich schon den Unterschied gemerkt, wie viel Zeit sich dort genommen werden kann, da es eben auch eine Privatleistung ist. Es sei denn, du hast eine Zusatzversicherung für Heilpraktiker. Doch hier kann auf ganz unterschiedliche Ebene geschaut werden, welche Themen in deinem Körper sich noch genauer es lohnt, sich anzuschauen. Hier können auch Vitamine, Mineralstoffanalysen gefahren werden und je nachdem, wie der Heilpraktiker ausgebildet ist, welche Schwerpunkte er setzt, können eben auch andere alternative Methoden, Analysemethoden, Ausleitungsmethoden, was auch immer, in Betracht gezogen werden, dich ganzheitlich zu unterstützen. Da ist es natürlich wichtig, dass du einen Heilpraktiker für dich findest, dem du vertraust, wo du denkst, das passt von der Chemie, das passt von den Ansätzen her. Aber hier lohnt es sich auch einmal hineinzuspüren, ob das ein Ansatz ist, wenn du nochmal komplett ganzheitlich mit jemandem zusammenarbeiten möchtest. Und viele Heilpraktiker sind auch ausgebildet auf dem Bereich der Darmtherapie, was ich schon erwähnt hatte. Das ist auf jeden Fall auch immer ein guter Ansatzpunkt, dass du deinen Darm nochmal durchleuchtest, deinen Darm auch nochmal dir genauer anschaust, wie es da mit deinem Mikrobiom aussieht. Ich biete das ja auch in meinen Coachings an, dass wir einmal eine Stuhlanalyse machen, um herauszufinden, ist da gegebenenfalls eine Disbalance vorhanden. Und das lohnt sich auf jeden Fall, wenn du bereits alle anderen Dinge ausgeschöpft hast, da auch nochmal reinzuschauen. Denn zu 99%iger Sicherheit ist da auch bei dir etwas nicht ganz so gut in Balance. Auf der nächsten Ebene, meinem vorletzten Arzt, den ich dir gerne vorstellen möchte, steht der Psychologe. Denn wenn du mit Neurodermitis schon ganz, ganz lange zu kämpfen hast oder in einem extrem schweren Schub steckst, ist es einfach super belastend für deine Psyche. Und das ist auch wie so eine, wie ein Kreis in sich geschlossen. Es ist das eine bedingt das andere. Wenn es deiner Haut schlecht geht, fühlst du dich schlecht. Wenn du dich schlecht fühlst, geht es deiner Haut auch schlechter. Und das ist so ein Kreislauf, der sich ständig wiederholt und da hinauszubrechen und einen anderen Blick drauf zu werfen, fällt alleine meistens gar nicht leicht. Und wenn es dir auch generell psychisch nicht so gut geht, dass du dich erschöpft fühlst, dass du sehr an dir zweifelst, dass du vielleicht auch so eine Hoffnungslosigkeit spürst und so gar nicht mehr weißt, wie du mit der Krankheit auch umgehen sollst, weil sie dich so in deinem Alltag behindert, in deinem Leben einschränkt und du dich einsam fühlst und alleingelassen in dieser Situation, kann ich dir nur sagen, ich verstehe dich, ich kann es zu 100% nachvollziehen und es ist nichts, wofür du dich schlecht fühlen musst, aber du darfst dir Hilfe holen und Psychologen können dir dabei sehr gut helfen, auch mit dir zu arbeiten, nochmal reinzuschauen, welche tieferen Ursachen liegen vielleicht auch hinter deiner Neurodermitis, welche Themen hast du auch sonst noch in deinem Leben, die dich vielleicht blockieren, um wirklich wieder ganz zu werden.
und die dir auch helfen können, dein Verhalten anzupassen, damit es wieder ein bisschen besser sich für dich alles anfühlt, also wie du mit stressigen Situationen auch umgehst, wo so deine Triggerpunkte liegen und wie du mit diesen auch umgehen kannst. Also hier lohnt es sich auf jeden Fall, auch diesen Weg zu gehen. Wenn du dich so fühlst, du steckst gerade in so einer Sackgasse fest, dann empfehle ich dir wirklich, dir auch hier Rat und Hilfe bei einem Psychologen zu holen. Und der letzte Personenkreis, den ich dir auch gerne mit auf den Weg geben möchte, ist der Coach. Ja, auch ich bin Coach, es gibt viele Coaches da draußen. Das sind die Personen, die dir ganzheitlich auch helfen können, dein Leben, deinen Alltag anders zu betrachten und auch anders zu meistern, die dir helfen können, gesunde Routinen in deinen Alltag zu bekommen, je nachdem, welche Schwerpunkt dieser Coach natürlich setzt, also sei es jetzt ein Life-Coach oder wie ich es bin, in Richtung Gesundheit, dass es um Gesundheitsthemen geht, stehen dir die Coaches eben zur Verfügung für dich, individuelle Ansätze zu finden und dein Leben so zu gestalten, dass es mehr zu dir passt und du immer mehr und weiter in dein Potenzial kommst und vor allem, dass in dir die Verantwortung auch geweckt wird, etwas zu verändern und du dem Ganzen nicht mehr so hoffnungslos ausgesetzt wird. Ich stehe dafür, dass es bei Neurodermitis mehr gibt als Cortison und möchte dir auch zeigen, was du alles tun kannst und was alles in dir steckt und mit dir Schritt für Schritt durchzugehen, welche Maßnahmen und welche Routinen du entwickeln kannst, damit du dich immer wohler in deiner Haut fühlst. Und da spielt natürlich die Ernährung eine Rolle, da spielt natürlich auch die Hautpflege eine Rolle, der Darm, die Leber. Der Umgang mit Stress, Entspannungstechniken zu finden und auch mal nach innen zu schauen, welche weiteren Ursachen können denn noch hinter deiner Neurodermitis liegen. Also du siehst, ich arbeite auch ganzheitlich und es gibt ganz viele andere Coaches auch da draußen, die dir eben in manchen Themen, Schwerpunkten auch helfen können, dir das Leben zu erschaffen, was du verdient hast und ein Leben zu erschaffen, das du auch wirklich leben möchtest. Und ich fasse jetzt noch einmal kurz für dich zusammen, welche Möglichkeiten du hast, dir Hilfe zu holen, wenn du Neurodermitis hast. Zuallererst natürlich der Hautarzt, dann haben wir den Allergologen bzw. auch Hals-Nasen-Ohrenarzt. Wir haben den Allgemeinmediziner, als nächstes der Zahnarzt, dann kommt der Heilpraktiker und Darmtherapeut, als nächstes der Psychologe und zum Schluss auch der Coach. Jetzt hoffe ich, dass ich mit dieser Folge dir Mut machen kann, nochmal zu schauen, welchen Bereich du jetzt als nächstes angehen kannst, damit du dich wieder ganzheitlich gesund fühlst und vor allem, dass du ins Handeln kommst, wirklich deine Neurodermitis auch in deine eigenen Hände zu nehmen und den nächsten Schritt zu gehen. Denn du bist deiner Krankheit nicht ausgeliefert. Du kannst wirklich etwas tun, dass die Symptome abklingen und dass du dich nach und nach wieder wohl in deiner Haut fühlst. Und wenn du natürlich mit mir zusammenarbeiten möchtest, dann vereinbare dir gerne ein kostenloses Kennenlerngespräch. Alle Infos dazu findest du natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Alles Liebe, deine Sarah.